Hola alaikum aus Mallorca, liebe Freunde. Mein Videografer hat mich hierher geschleppt. Ich weiß nicht, was er damit bewirken wollte. Er wollte, glaube ich, ein schönes Schnittbild haben. Aber hier in der Nähe wohnt tatsächlich jemand ganz Bekanntes. Und ich habe die Ehre, jetzt zu ihm nach Hause zu gehen. Und wir gehen zu Marcel Remus und wir unterhalten uns über Mindset, über Immobilien, über Mallorca, über Dubai. Und dieses Video ist ein Muss für jeden Immobilienmakler. Also unbedingt teilen, rumschicken und liken und natürlich auch meinem YouTube-Kanal folgen. Deshalb viel Spaß mit dem Video hier aus Mallorca vom Ballermann. Unglaublich, dass mich jemand hierher spült. Tja. Was kostet so eine Wohnung hier? Oder was haben die gekostet? Ja, sowas. Das, also was die damals... 200 Karte oder was, ne? Nee, mehr schon. Ja? Was die damals gekostet haben. Ich habe zum Beispiel meine allererste Wohnung auf Mallorca, die ich gekauft habe, ist ein Penthouse am Hafen von Palma. Mhm. Das kann ich ganz offen sagen. Da habe ich 650.000 Euro für bezahlt. Und das ist jetzt 2 Millionen wert. Was? Damals war ich 24. Das erste Geld quasi selbst dann in die Immobilie investiert. Die zweite Wohnung, die ich dann gekauft habe, ist in dem Gebäude hier tatsächlich. Und das hat sich auch jetzt mittlerweile, ich würde auch sagen, locker verdoppelt. Und das ist super vermietet. Mehrblick, alles. Ja, du bist erste Linie, ja. Du kommst direkt an den Strand. Das ist ja eigentlich genau das, was sich jeder Deutsche so vorstellt. Zwei-Zimmer-Apartment mit einem schönen Bad. Ich habe alles kernsaniert, also alles rausgerissen, neu gemacht. Ibiza-Style, alles weiß, alles schön, alles cool. Und du guckst aufs Meer, du bist direkt am Strand, bist schnell am Flughafen, bist schnell in Palma. Wo ist jetzt also Ballermann 6 hier? Jawohl! Moin. Wolltest du ein Haus kaufen? Ja. Noch nicht. Wie noch nicht? Ja, die Uhr. Ja, so lange habt ihr nicht mehr, Jungs. Ja, also, ich mache einen guten Preis. Happy Hour heute. Ja, super. Also, ruf mich an, ich bin allzeit bereit, oder? Wie noch kann, nicht. Kannst du denn sagen, dass man auch nicht mehr so lange Zeit? Mein Gott, unverschämt. Also wirklich. Die sind 89. Das lag doch, das war ein Elfmeter 89, ohne Torwart. 89, das war ein Elfmeter ohne Torwart. Der lebt noch 10 Jahre. Okay, Ballermann 6 ist da vorne. Ja, da gehen wir jetzt mal hin. Gucken wir. Sicher? Yannick lacht sich einen ab. Hab keine Angst in meiner Hut hier. Yannick lacht sich einen beschütze ab. Beschütze dich. Ja. Ja. Ich hab Angst um dich. Ich finde, ich kann dir auch noch mal so einen Propeller auf den Kopf setzen hier. Kann ich mal die Mütze haben? Setz die mal auf. Ey, ich hab kein Mützengesicht, ne? Doch, doch. Mit der Mütze auf jeden Fall. So in Dubai. Wenn er so in Dubai läuft, jetzt geht's richtig ab. Kannst du das einstellen oder wie geht automatisch? Wenn du in Dubai mit der Mütze zu deinen Kunden kommst, die kaufen freiwillig. Die würden es mir sogar abnehmen tatsächlich, die Mütze. Die würden das feiern. Ja. Das ist ja... Das ist Lufterfrischer. Ja. Ja. Also wunderbar. Okay. Ja, das ist für mich jetzt hier schon Extremtourismus hier. Das ist für mich schon... Das ist ja das Extremste von ganz Mallorca. Das ist ja aber wie du es eben gesagt hast, ein Kilometer und that's it. Am Ende ist es ein Kilometer. Und deswegen, es ist ja gerade die Riesendiskussion, Thema... Ja, genau. Das ist nämlich ein gutes Thema jetzt. Es ist ja die Riesendiskussion aktuell. Einheimische, also Mallorquiner, haben keinen Wohnraum, nicht bezahlbaren Wohnraum. Und ich bin ganz klar auch der Meinung und Auffassung, dass man da als Regierung, als Land, muss man natürlich gucken, dass die Menschen, die ein normales Gehalt haben, dass die natürlich auch vernünftig wohnen können. Aber trotzdem kann man jetzt nicht sagen, es gibt gerade so eine Diskussion, dass diese Touristen raus, die Ausländer raus, dass die Touristen nicht mehr herkommen sollen, die sollen nicht mehr kaufen und so weiter. Das ist ja totaler Unsinn, weil am Ende des Tages lebt ja, es geht gar nicht um mein Business, es geht darum, dass die Insel, wenn 17 Millionen Touristen hierher kommen, dann lebt die Insel ja von, also man lebt ja vom Geld der Touristen. Ja. Deswegen dann zu sagen, 17 Millionen pro Jahr. Ja. Wahrscheinlich alles komprimiert zwischen Mai und September oder Oktober. Ja, das verteilt sich mittlerweile auf Mallorca schon ganz gut, weil du hast die Golfspieler, du hast die Fahrradfahrer, die hier zum Trainieren kommen, du hast die normalen Touristen, du hast die Rentner, die hierher kommen. Es gibt ja so viele verschiedene, das ist das Schöne, es gibt ja zum einen so viele verschiedene Kunden für Mallorca, also Touristen für Mallorca, Menschen, die hierher kommen zum Urlaub machen. Und es gibt ja auch so viel zu, also du hast ja so viel zu bieten hier. Du hast einen super Strand, du hast Berge, du hast Natur ohne Ende. Du hast Leute, die hier, zum Training herkommen, zum Fahrrad, zum Radsport, zum Golfen, die einfach nur entspannen, die den Winter hier verbringen. Relativ frisch für Anfang Juni, ne? Also mir ist heiß. Also ich könnte jetzt doch sogar die Dinger hier runter. Mein Gott, ja, du bist ja aus Dubai, da ist ja, ja klar, für dich ist ja Winter hier fast. Jetzt ist ja klar. Schon fast zu kalt, ja. Ich vermisse meine Jacke. 26 Grad und dem aus Dubai ist kalt. Also da vorne wird es schon voller, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich...
Ja. Oder, weiß ich nicht, up to you. Ich glaube dir, ich glaub einfach hinterher, ne? Ja klar, also, auf jeden Fall. Du leadest den way. Wir müssen jetzt einmal, der rote Zug kommt jetzt nicht, weißt du, dass wir noch vom roten Blitz überfahren werden hier, du. Ja gut, du, in der Dubai Mall waren letztes Jahr 105 Millionen Besucher. Ja, aber in Dubai ist auch, sorry, wenn ich das sage, du kannst ja nicht wirklich viel anderes machen, außer in den Mall zu gehen. Ja, safe. Das ist ja, ich finde ja Dubai an sich cool. Hat das gerade Miami auch gekauft, ja, ne? Ich habe jetzt, ja, das ist noch nicht offiziell, Miami, aber Dubai. Ich finde Miami ist halt, genau, Miami oder Dubai, ich finde am Ende des Tages ist das, was ich an Miami liebe, dieses Rausgehen, Sport, deswegen finde ich es ja hier auch gut. Also klar, natürlich nicht zu so einer Tageszeit jetzt hier, wenn so viel Action ist, aber morgens, wenn du rausgehst und joggen gehst und Spaß hast und draußen an der frischen Luft bist und nicht eben in Dubai im Auto sitzt, aus dem Hotel rausfährst und in die Mall fährst. Also das, und dann stehst du da drin, weil es eigentlich draußen viel zu heiß ist. Deutschland-Trikot? Ja, ja, geht's rund hier. 100 Jahre Garantie auf dein Deutschland-Trikot. Kannst du mit nach Dubai nehmen. Na, aber es ist, also für mich, ich sehe so viele Parallelen auch zwischen Mallorca und Dubai, weil wie viele Deutsche auch gerade nach Dubai kommen. Ja, total, ziehen. Wahnsinn. Wahnsinn, total. Wie viele komplett auswandern. Also das sehe ich aber auch, das Phänomen, ob sie jetzt entweder nach Dubai auswandern oder ob sie nach Mallorca auswandern. Es gibt ja da wirklich viele, die auch komplett auswandern und Deutschland verlassen. Das finde ich eigentlich schon total interessant, wie das funktioniert, ja. Wir hatten das mal jetzt besprochen, auch intern. Möchtest du ein Haus kaufen? Ja? Hast du Geld dabei? Beutel voll? Ja, ich habe aber Häuser, kann ich guten Preis machen. Ja, okay, vielleicht nächstes Mal. Nächstes Mal, okay. Sag Bescheid. Kann in Dubai investieren, die Rendite nehmen und davon hauen. Die wollen nicht nach Dubai. Doch, die wollen nach Dubai. Die Rendite ist viel besser in Dubai. Die wollen nach Mallorca, ja. Nein, Mallorca ist, schau das mal an. Doch, doch. Hier ist überall Müll auf der Straße. Jawohl, ja, genau. Nein. So, das muss ich festhalten für die Zukunft. Ballermann, das erste Mal in meinem Leben und dann noch mit Marcel Rebus. Das ist ein Skandal. Ich verkaufe ja eigentlich Luxusimmobilien, aber dass ich dich jetzt direkt mal an Ballermann führe, es ist ja Wahnsinn. Also heute ist Happy Hour. 100 Jahre Garantie auf alle Immobilien. Heute billig, morgen teuer. Jetzt mit Vollgas in der Tacke. Megapark, Bierkönig, Bambolero, Regines, wir sind dabei und er tanzt auf dem Tisch. Nackt. Nee, klar, weil in Dubai darf man das ja nicht, deswegen bist du auf Malle. Die kann mich ausleben. Aber scheiß drauf. Kannst du das Lied? Kennt man, hört man doch auch auf die Dubai. Malle ist nur einmal im Jahr. Das haben mir tatsächlich viele geschrieben. Ich wusste nicht, dass es ein Lied ist. Viele haben mir geschrieben, Malle ist nur einmal im Jahr. Richtig. Ist das ein Lied? Das ist ein Lied. Okay. Mein Gott, was du noch lernst hier, du. Das ist fürs Leben. Was gelernt. Aber wir gehen noch nach Sonnwieder heute. Das ist Kulturstoff. Wenn du jetzt von hier nach Sonnwieder fährst, ist es, also krasser geht's eigentlich gar nicht. Okay. Das ist die teuerste Gegend auf Mallorca. Das heißt, vom Ballermann zur teuersten Gegend. Und wie es dann da aussieht, das seht ihr dann später. Findest du hier Kunden? Nee, was das? Findest du hier Kunden? Findest du hier Leute? Ach, man muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon auch sehr vermögende Menschen, die dann auch einfach mal die Sau rauslassen und für ein paar Tage an Ballermann kommen und einfach sagen, okay, jetzt machen wir mal so 3 Tage Party. Ja. Und am Ende aber eigentlich die Vorstand... Voll inkognito. Ja, total inkognito und dann eigentlich aber Vorstandsvorsitzende von irgendeinem krassen DAX-Unternehmen sind, aber dann auch mal einfach Party feiern und sagen, mega, ja klar, komm. Also, das gibt es tatsächlich auch, das ist so geil. Dass die Leute dann sagen, okay, wir sind eigentlich multimillionenschwer, aber wir wollen ja auch mal einen Ballermann, warum nicht? Das ist ja das Schöne, das ist ja für alles hier. Und da sieht man auch mal wieder, never stop hustling, never stop pitching. Jeden, den er sieht, fragt er, willst du eine Wohnung kaufen, willst du eine Wohnung kaufen, willst du ein Haus kaufen? You never know. Manolo, ¿qué te pasa? Todo bien, feliz año nuevo. Venga, gracias. Das ist der bekannteste Gitarrist hier an der Playa de Palma. Der gibt es auch schon seit 100 Jahren, ja klar. Manolo. Und er sitzt hier, spielt seine Gitarre, macht sein Geld. Ja, genau, richtig. Ja. Happy Times.